Hey Leute und damit herzlich willkommen zum Diminish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Palast des Windes abgeschlossen, unseren letzten Boss quasi besiegt, haben dafür auch Schloss Hyrule den Schlüssel bekommen, den Boss-Key. Das heißt, da können wir auch komplett jetzt durchrushen. Den Schild haben wir auch noch bekommen, deswegen renne ich hier gerade nochmal ein bisschen umher. Gerade auf dem Gongolberg finden wir da vielleicht noch ein paar Sachen. Einfach jetzt aktuell nochmal ein bisschen auf Itemsuche, sag ich mal. Und hoffe, dass wir da irgendwo noch was Schönes uns abstauben können. So, wenn ich denn hier durchkomme. Hallo? Ich glaube, man kommt hier gar nicht durch. Wow, Wahnsinn. Das fängt ja gut an. Ja gut, dann, ich glaube nämlich, das ist der Hinweg und nicht der Rückweg. Also, das ist kein Rückweg. Deswegen, ich werde das mal anders machen. Ja, ihr hattet gemeint, es gibt hier noch viel zu tun, viel zu erforschen, viel zu machen. Dementsprechend werde ich natürlich auch mich hier nochmal ausgiebig umsehen. Und ich hoffe, ihr könnt mich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, wenn ich irgendwo was verpasst habe. Am besten hier so mit Zeitnoten in den Kommentaren, damit ich gleich dahin springen kann. Damit ich nicht noch irgendwas verpasse. So. Ich sag mal, Hauptziel ist auf jeden Fall, dass wir hier die ganzen... Okay. Die ganzen Deku-Kerle finden. Weil die können wir jetzt auf jeden Fall abklappern. Ach du Scheiße. Ich glaube, auf der Wand war ich auch noch nie. Hä? Ihr meintet ja, ich hatte irgendwo sowieso eine Wand übersehen. Genau. Hier war ich noch nie. Bomben reinwerfen verboten. Warum? Verstehe ich nicht. Weg damit. Wand auf. Let's go. Oh, noch eine Feenquelle. Alles klar. Ach, hier ist Bomben reinwerfen verboten. Ah, verstehe. Verstehe. Willkommen am Brunnen der Abenteuer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne? Die goldene, die silberne weder noch. Wir müssen ehrlich sein. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Wir haben die Pegasus-Stiefel erhalten. Endlich! Ich halte den Knopf gedrückt. Geil! Ich freue mich. Ja, wahrscheinlich hätte man... Weiß nicht. Hättest du da ein Bomben-Upgrade bekommen? Schade. Die hat er auch nichts. Okay, da ist eine Schatzkiste. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack, zack, zack. Hey, Bomben. Da freut man sich ja. Hey, seitlich geht übelst schnell und hoch so übelst langsam. Warum? Was ist denn da los, Link? Oh Mensch, wir kommen ganz gut durch, ne? So, da ist auch noch eine Höhle. Oder ein Eingang, sag ich mal. Du. Okay, waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier waren wir auch noch nie. Nö, hier ist sogar eine fette Bohnenranke. Alter, hier haben wir ja echt ordentlich was übersehen. Also, ihr habt nicht gelogen. Da haben wir... noch einiges zu tun, würde ich sagen. Und auch unten halt die Deku-Kerle, die wir noch wegnatzen müssen. Ah, das sieht immer so schön aus, ne? Voll geil. Ah, ein Herzteil. Schön. Das nehmen wir mit. Fabelhaft. So, fehlen noch zwei, dann haben wir einen neuen Herzcontainer. Also entweder 6 Herzteile oder 2 Herzteile und einen Container. Die Kombination wäre mir übrigens auch lieber. Logisch. So, aber wie gesagt, in Schloss Hyrule kann es ja auch noch ein bisschen was zu holen geben. So, guck mal, hier gibt es auch noch mal ordentlich was zu holen. Ey, wie geil. Ich hoffe auf ausgiebige Schatzkisten. So, was haben wir denn hier? Ein Eremit. Ich bin der Eremit von Gongolberg. Ich habe die Welt entsagt, um zu meditieren. Okay, er möchte mich was lehren. Okay. War jetzt eher sinnfrei, ne? Die Handschuhe, Leute. So, was haben wir denn hier drin? Komm, bitte eine richtig schöne große Höhle mit vielen Schatzkisten. Da ist auf jeden Fall was. Hey, 5 Bomben. Da freue ich mich. Naja, wir nehmen sie mal mit. Aber es geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. So, zack. Wir graben hier mal kurz alles weg. Auch wenn nichts bei rumkommt. Sicher ist sicher.
Ah, guck mal, es ist schon noch groß, die Höhle. Aber da könnte es noch potenziell ein paar Sachen geben. Da. Ja, gut. Sind ja weniger Schatzkisten, ne? Ey, was ist denn hier los? Ah, hier wäre was zum Vereinen, okay. Vielleicht auch für die Bohnenranke, die da oben ist. Schade. Einfach gar nichts weiter. Mann. Macht mich jetzt ein bisschen traurig. Schade. Ich hatte Hoffnung, dass hier nochmal richtig schön Items rumliegen, aber... Aber nö. Leider nur eins und das war eine Niete. Okay, müssen wir mit leben. Dann geht's hier oben erstmal weiter. Was können wir denn hier noch machen? Also hier ist erstmal nichts weiter. Wir können jetzt hier mit dem Pilz uns rüberschießen. Dafür töte ich aber kurz alle Gegner, sonst wird das hier nur nervig. Oh Gott. Halt auch nochmal eine komplett andere Ebene jetzt hier, ne? Krass. Ja, Wahnsinn. Oh, mit Regentropfen. Alter, wie... Oh, jo, Schatzkiste. Der Bumerang, da ist er. Geil. Schön, da haben wir den nämlich auch noch. Perfekt, da sind wir wenigstens mit dem Item... Items auch durch, mit den Kern-Items. Geil. Freue ich mich. So, ich sehe da schon ein ganz ekliges Schieberätsel. Na... Ah. Aber die Musik ist cool. Die Musik ist echt cool. Also die kenne ich auf jeden Fall von Four Swords Adventure. Aber Diminish Cap war ja das erstere Spiel. Four Swords Adventure ist glaube ich von 2004. I think so. So, da können wir nämlich auch noch in die Höhle rein. Mal sehen, ob wir da noch was Schönes bekommen können. Wunderbar. Haben wir das Rätsel auch gelöst? Und das sieht doch gar nicht schlecht aus. Au, oh, ja, genau. Was ist denn mit euch? Muss ich hier aufpassen, was ich mache? Oder geht immer nur... Geht immer nur eine Sache. Ich hoffe es. Ach, das ist der Weg. Ja, der bringt mir ja gar nichts jetzt. Nee, das war sinnlos. Dö. Ich hab's auch verkackt, glaube ich. Oder? Hä? Ich hab's, glaube ich, auch verkackt. Aber ist ja auch egal, weil hier ist ja nichts weiter. Bringt mir ja nichts, hier jetzt weiterzumachen. Da war ich ja schon. Da bin ich ja schon rückwärts lang gegangen. Dementsprechend, ich würde sagen, wir fangen nochmal neu an. Hier haben wir jetzt erstmal das abgeschlossen. Wir haben den Bumerang. Das hat schon mal viel gebracht, ne? Da will ich schon mal nichts drüber sagen. Alles andere wäre jetzt sinnlos weiterzumachen, weil da kommen wir nur wieder auf den Pfad, wo wir schon waren. So. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist schon mal gar nichts. Was ist das hier für eine Höhle? Guck mal, hier geht's auch nochmal eine Wand hoch. Hier ist ein Deku-Kerl. Den nehmen wir schon mal mit. Komm her, mein Freund. Zack. Bam. Und was gibst du mir Schönes? Schießschmetterling 40. Was? Glücksschmetterling. Jetzt kannst du Pfeile schneller abschießen. Ja, cool. Hatten wir den schon? Ich glaube schon, den hatten wir, gell? Den hatten wir, glaube ich, schon. Shit. Schade. Wie sind das eigentlich? Nö, der bleibt jetzt lieb, ne? Hab nichts mehr zu verkaufen. Okay, was ist denn, wenn wir jetzt hier hochgehen? Ah, guck mal, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Ich glaube, jeweils ganz außen, oder? Warte mal. Das muss ich, glaube ich, auf 2 umstellen.
So, dann so und ich glaube so. Ja, hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Ach, jetzt auch noch ein Schwertmeister. Und der Boomerang-Upgrade. Es gibt... Ach, das wusste ich auch nicht. Es gibt ein Upgrade. Ja, nice. Magischer Boomerang. Drücke den Knopf und gleichzeitig, um die Flugrichtung zu ändern. Und hier gibt es 2 Schatzkisten, Leute. 5 Pfeile. 20 Rubine. Naja. Hast du noch was Schönes für mich? Ich bin Maximus, der Wahre. Irgendwie seid ihr alle wahr. Große Bombentasche. Hä, hey, geil. 50. Es gibt aber auch 99. Also... Ja, 50 haben wir jetzt, 99 brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Aber das gefällt mir hier. Das ist schon was Schönes. So, warte mal, was heißt das hier mit dem Select? Was ist jetzt, wenn ich das Schwert ausrüste? Und hier Select drücke? Da kann ich zwischen den hin und her wechseln. Na cool. Warum auch immer, aber... Ist auch egal. Magischer Bumerang bekommen. Gefällt mir. Und Bomben-Upgrade. Das ist doch gut gelaufen. So, also theoretisch könnte ich jetzt hier runter. Oder wir gehen halt hier nochmal reingucken. Achso, das war der, genau. Eure Aufgabe ist auf jeden Fall, Leute, mir dann zu sagen, ob wir dann auch endlich alles haben. Oder ob ihr denkt, es fehlt noch irgendwo was. Ich gehe jetzt gleich mal hier rein. Ja, da geht's wieder hoch. Okay. Ich habe halt wie gesagt keinen Plan mehr, ob wir irgendwo schon alles hatten oder irgendwo noch was fehlt. Dementsprechend bringen wir hier alles nochmal weg, gucken wir uns alles nochmal an, gehen auf Nummer sicher und verkacken es. Verdammt, bin ich doof. Ja, das war dumm. Okay, 8 Minuten haben wir noch in der Folge. Das sollten wir hoffentlich den Gongolberg wenigstens noch hinbekommen. So. Hier ist nichts, ne? Hier könnte ich runterspringen. Hat aber, glaube ich, keinen Mehrwert. So, dann gehen wir mal hier ganz kurz hoch. Hier gibt es auch nichts. So ein bisschen die auffälligen Stellen, die gucke ich mir mal genauer an. Ne, jetzt sind wir hier. Genau, hier war ich schon, ne? Genau. Okay. Und da drüben war ich jetzt auch schon, ne? Da. Ja, Wahnsinn. Da kam ich ja raus, genau. Okay. So, hier tickt einer vollkommen aus. Das ist aber nicht schlimm, die Goldenen geben eh nichts. Was ist denn mit dir? Die müssten immer nur Geld geben, das habe ich, glaube ich, so belassen. Okay, da ist auch keine brüchige Wand. Ich hoffe, da sind überall keine brüchigen Wände. Nicht, dass ich da wirklich was vergesse. Irgendein Kern-Item. So, jetzt sind wir am Fuß des Gongolbergs. Okay. Feenquelle. Soll ich hier nochmal überall reingehen, Leute? Ich bin mir halt nicht sicher, ob da irgendwo noch irgendwas ist. Also hier konnten wir uns klein machen. Wir gucken nochmal. Ich will wirklich einmal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass wir wirklich noch irgendwas vergessen. Ich meine, wir haben in diesem Part schon wieder gut was gefunden. Bin sehr zufrieden, aber... Guck mal, kann ich hier... Ah, ich müsste doch voll erfrischt sein bei diesem super magischen Wasser, oder? Gibt es eigentlich noch ein Rüstungs-Upgrade? Gab es sowas? Ich glaube nicht, weil es wird nicht angezeigt.
Okay, dann hätten wir das auch. So, dann weiß ich, hier war noch Höhlen und da war auch irgendwo noch ein Deku-Kerl drin. Ich glaube auch weiter hinten. Ich glaube hier. Jo, da ist wieder einer. Zack. Tut mir leid. Okay, sind auch nur wieder Bomben. Gibt's noch ein Herzchen? Nö. Schade. Okay, Greifenmantel. Dann einmal hier hoch. Achso, warte mal. Was war hier drüben? War da auch noch was von Nutzen für uns? Wir gucken nochmal ganz kurz. Nee. Ich will da hoch, bitte. Jo. So, was ist hier? Nur irgendeine Höhle. Da geht's wieder runter. Ich glaube, ja, das war nur der Weg, um hochzukommen, ne? Irrelevant für uns. Ja. Okay. Irrelevant. So, hier hinten gab es doch auch noch was. War da auch ein Deku-Kerl drinne? Nee, da war das, okay. Brauche ich nicht. Ich glaube tatsächlich, wir haben es jetzt, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ich weiß aber, dass wir noch an anderen Orten noch mehr hatten. Aua. Was uns gefehlt hat. Bin ich mir relativ sicher. Da waren überall noch Deku-Kerle verstreut über die ganze Welt. Ich werde da, glaube ich, mal Kitsunes Zeitstempel in allen Folgen nachverfolgen. Und abklappern. Ah, ich weiß halt, am Haiya-See war da noch... Wir hatten noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Hier ist gar nichts mehr. Ich denke, wir sind hier fertig jetzt. Ich werde da mich nochmal genauer umsehen. Kann ich hier durch? So, hier geht's auch hoch. Ne, geht's nicht hoch. Da muss ich jetzt großer ran. Ich gehe aber hier nochmal kurz rein. Ich denke mal, du hast mir nichts mehr zu sagen, ne? Oh, die brauchen Wasser, Junge. Frisches Wasser. So. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Yay. Hier waren wir doch bestimmt schon, oder? Eine Schatzkiste. Mehr nicht. So ein Aufwand für eine Schatzkiste. Okay, Leute, ich würde das jetzt mal als abgeschlossen werten. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wie gesagt, wenn euch jetzt noch irgendwas aufgefallen ist oder euch andersweitig irgendwas einfällt, was ich hier noch machen kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich da nochmal nachgehen. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier soweit durch. Warte mal, das sieht nochmal auffällig aus. Da gucke ich nochmal kurz. Ne, da war auch nichts. Hier hat man, glaube ich, auch die ganzen Gegner schon besiegt. Genau. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass wir am... Im Wald. Im Wald war auf jeden Fall ein Deku-Kerl. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da irgendwo noch einer war. Aber ich glaube von der anderen Seite. Aber... So, warte mal, hier? Es gibt so viele Orte. Und ich will sie mir alle angucken. Ich glaube, hier war nichts weiter. Ich glaube, auf der Weide war auch noch einer. Auf der Weide und im Wald. Die zwei Orte... Ja, komm, die zwei Orte machen wir noch schnell. Auch wenn es wieder ein bisschen Überlänge bedeutet, aber hey, komm. Wir sind mal so frei, oder? Was ist eigentlich mit dem hier auf dem Acker? Power! Rock'n'Roll, Junge! Die müssten wir, glaube ich, alles haben.
Ich hoffe es gar sehr. Okay, da könnten wir hoch. Hier geht's wieder an den Haljasee. Aber hier können wir doch jetzt... Genau, hier sind wir jetzt im Wald. Ich bin mir fast sicher, dass hier unten irgendwo noch ein Baum war, wo ein Deku-Kerl drin war. Aha. Hallo. So. Ich glaube, hier war irgendwo... Der da müsste es sein. War hier nicht noch ein Deku-Kerl drin? Ja. Schild. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verrate dir auch etwas. Mein Freund verkauft in seiner Höhle im Süden der Bele-Hochebene ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf dem Gongolberg gehst, solltest du nach ihm suchen. Haben wir den schon? Im Süden der Hochebene von Bele. Okay, also hier müssen wir nochmal hin auf jeden Fall. Alles klar. Das hat uns ja der andere auch schon gesagt gehabt. Frage ist, was ist das für ein Werkzeug? Ist das etwa eine Flasche? So, okay. Wir gehen nochmal an die Lon-Lon-Farm schnell ran. Ich bin mir fast sicher, dass da nämlich auch noch einer war. Ba-ba-ba-ba-ba. Hier hat man ja Gott sei Dank den Schlüssel gefunden. Alles klar bei dir. So, war das hier direkt drin? Nö. Vielleicht irre ich mich auch. Ich weiß es nicht. Ich stelle auch nur Vermutungen gerade an. Ich glaube, ich irre mich. Okay, komm, wir gehen nochmal schnell auf die Ebene, die Südebene oder was südlich der Ebene von Bele. Da gehen wir mal schnell hin. Das heißt, hier hin und einfach nach links rüber. Und da irgendwo im Süden. Verkauft der Kumpel noch ein geiles Item. Und dann, ich werde für den nächsten Part, werde ich die ganzen Zeitdinger nochmal durchgehen von Kitsune. Die hat ja überall schon hingeschrieben, da brauchst du hier das und da brauchst du das. Dementsprechend, da werde ich nochmal reingucken. Und hoffentlich vielleicht noch das ein oder andere finden. Da kann es sein, dass der hier gemeint ist, der hat mir halt nichts gegeben. Der hier könnte gemeint sein. Oder da drüben gibt es noch einen. Das könnte halt auch sein. Wir gucken mal kurz. So, wir machen wieder Fettüberlänge, ey. Das ist nicht gut. Ich will eigentlich vorproduzieren. Hier war keiner. So, dann haben wir hier noch was. Da ist gar nichts drin. War hier mal was? Ich habe keine Ahnung mehr. Hier ist auch gar nichts. Läuft. Richtig viel haben wir schon bekommen jetzt. So, da war auch nichts drin. Ja, aber dann haben wir jetzt alles, ne? Ich glaube, wir waren jetzt überall einmal drin. Hier einfach in der Hütte feststeckt. Das ist auch nichts. Da hat man, glaube ich, die Lampe gefunden damals. So, hier war das Haus, aber da war ja auch nichts mehr, oder? Ha. Okay. Dann hat sich das für mich erstmal erledigt. Ich glaube, wir haben erstmal soweit alles. Ich werde, wie gesagt, nochmal offscreen nachgucken, ob ich irgendwo noch was finde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und schauen mal, dass wir das vielleicht noch auf die Ketten kriegen. Ansonsten geht's erstmal rein ins Schloss Hyrule. Und wenn wir dann vorm Boss stehen, dann können wir immer noch sagen, hey, wir gehen nochmal kurz raus und gucken uns nochmal das ein oder andere an. Aber für mich ist das jetzt erstmal soweit abgeschlossen. Ich gucke nochmal offscreen und dann im nächsten Part machen wir die letzten Rester. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.